Für Chifchi, Ritter und Hut dürfen Sänger, Götze und Urahim ran. Mit ihnen soll endlich wieder ein Heimsieg gelingen. Nur eine der letzten 11 Begegnungen am Betzenberg konnte der FCK gewinnen. Schön spielen ist nicht mehr angesagt. Den Zweikampf, den Abstiegskampf annehmen, das muss das Überlebensmotto des FCK in der dritten Liga sein. Redondo, mal über die linke Seite, im Zusammenspiel mit Zuck. Zimmer sucht Poirier, aber es ist alles viel zu umständlich, wie so oft in dieser verkorksten Saison. Florian Schorrenberg, der Halle-Trainer, auch mit Sorgenfalten. Ein Punkt aus 4 Spielen und der Sturz Richtung Tabellenkeller. Das setzt Emotionen frei. Lauterns Zimmer und Halle Sternberg kriegen sich in die Wolle. Auslöser dieser harmlose Zweikampf im Mittelfeld. Es entwickelt sich von Beginn an ein hitziges Duell. Zuck mit einer Ecke und Poirier, ihm hat die zweiwöchige Denkpause, die ihm Antwerpen verpasst hat, offensichtlich gut getan. Lauterns Mittelstürmer mit der ersten dicken Chance. Halle findet überhaupt nicht ins Spiel. Die Mannschaft wirkt verunsichert und ist irgendwie überrascht von den aggressiven Pfälzern. Kraus mit einer unschönen Aktion gegen Scherbakowski. Der folgende Freistoß. Aber hinten, da lässt der FCK in der Anfangsphase kaum etwas zu. Ein Kopfball aus der zweiten Reihe, das ist einfach zu harmlos. Marco Antwerpen sieht erste Früchte der intensiven Trainingswochen. Halle wenig durchdacht, oft mit hohen Bällen. Und was macht Marvin Sänger da? Die Leihgabe aus St. Pauli mit einem absichtlichen Handspiel, da gibt's völlig zu Recht Gelb. Halle also wieder mit einem Standard. Michael Eberwein, es bleibt harmlos. Der FCK mit Felix Götze und mit Anas Urahim. Urahim, ein quirliger Zehner mit vielen Ideen, auf der Suche nach dem freien Mann. Poirier. Poirier! 1:0 für den FCK. Und welche Erleichterung beim FCK-Stürmer. Sein 8. Saisontor mit dem Rücken zum Tor. Da kann Marvin Poirier seine Stärken am besten ausspielen. Hinterteil raus. Schnelle Drehung. Harter Schuss. Manchmal kann es so einfach sein. Genau das ist es, was Antwerpen von ihm sehen will. Halle nicht geschockt vom Rückstand, aber irgendwie mit wenig Mitteln im Spiel nach vorne. Lukas Böder. Es ist kein Wunder, dass die Mannschaft den Vorsprung von 10 Punkten auf die Abstiegsränge in den vergangenen Spielen halbiert hat. Einer hat jetzt richtig Blut geleckt. Anas Urahim, der 23-Jährige, die Leihgabe aus Sandhausen. Schnell, quirlig, ideenreich und mit einem einfachen Doppelpass kommt man auch weiter. Leider die Flanke zu schwach. Aber was für eine Szene für den Marokkaner. So schön es anzusehen ist, es bleibt bei dem Abschluss brotlose Kunst. Und das weiß auch der Trainer, das weiß auch Marco Antwerpen. Kurz vor der Pause der hallische FC endlich auch mal mit mehr Zug. Doch die FCK-Verteidigung deckt weder den Mann noch den Raum. Es ist wie so oft in dieser Saison, nach einer Führung schalten die Pfälzer einen Gang zurück und holen einen schwachen Gegner irgendwie wieder zurück ins Spiel. FCK-Aufsichtsrat Markus Merk und Vereinsikone Hans-Peter Briegel wirken zur Pause trotzdem entspannt. Der FCK im Spiel nach vorne, weiter die bessere Mannschaft. Redondo im Zusammenspiel mit Zimmer. Es sieht vieles leichter aus als in den letzten Wochen. Nur der Abschluss, der bleibt harmlos. Zimmer mit dem folgenden Eckball. Die Mannschaft will, ist bemüht, zeigt die geforderte Leidenschaft. Urahim. Zuck. Sie machen vieles richtig, sind mutig, sind kämpferisch, haben die Führung verdient, vergessen aber einfach das Tore schießen. Mit jeder Minute steigt das Selbstvertrauen. Der FCK hat die Partie im Griff. Zuck. Toller diagonaler Wechsel auf Jean Zimmer. Götze. Poirier. Es ist kaum zu glauben, dass es immer noch nur 1:0 steht. Wenn die Pfälzer in der gesamten Saison so Fußball gespielt hätten, dann wäre das Thema nicht der Abstiegskampf.
Eine Stunde gespielt. Gucken Sie jetzt mal nicht auf den Ball, sondern auf Schiedsrichter Bacher. Er diskutiert mit Kenny Prinz Redondo. Und da müssen unschöne Worte gefallen sein. Redondo mit einem Bärendienst an seiner Mannschaft sieht gelb und rot. Der FCK eine halbe Stunde in Unterzahl und Halle reagiert sofort, bringt Torjäger Terence Boyd, der sich vor zwei Wochen einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hat. Und auf einmal ist es ein ganz anderes Fußballspiel. Deal und die Latte. Spahic wohl auch noch am Ball. Auf einmal wackelt der bislang so souveräne FCK. Halle übernimmt das Kommando auf dem Betzenberg. Weiter Ball auf Laurenz Deel. Der Ball nicht im Aus. Terence Boyd, 1-1. Es ist unglaublich. Es ist verrückt. Der Amerikaner mit seinem 14. Saisontor stellt das Spiel auf den Kopf. Zwei Nackenschläge innerhalb von 120 Sekunden für den FCK. Und Halle wie Phönix aus der Asche dank Boyd wieder mittendrin im Geschehen. Dann wird es auch abseits des Platzes bunt. Gelb gegen die Bank des FCK, nicht gegen Marco Antwerpen, der wenig Verständnis für die Entscheidungen von Schiedsrichter Michael Bacher zeigt. Und Lautern mit Moral. Auch in Unterzahl versuchen sie zurück ins Spiel zu kommen. Der eingewechselte Loschek auf Kapitän Zimmer. Und Kevin Kraus! 2-1 für die Roten Teufel. Was für ein irrer Fußballnachmittag auf dem Betzenberg. Und was für eine Willensleistung des FCK. Für viele sind die Pfälzer ja bereits sicherer Abstiegskandidat. Aber mit dieser Entschlossenheit haben sie vielleicht doch noch eine Chance im Abstiegskampf. Die Schlussphase auf dem Betzenberg. Halle wirft alles nach vorne und der FCK kontert über Ritter. Und Hercher, 3-1. Das nennt man dann wohl Reaktion zeigen. Die pure Erleichterung. Auf einmal klappt es mit der Coolness vor dem Tor. Ritter, Hercher, die Entscheidung. Die letzte Aktion gehört dem Gast aus Halle. Laurenz Deel und Stipe Wutschur. Latte! Der FCK gewinnt mit 3-1 zum zweiten Mal ein Heimspiel am Betzenberg und sendet ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Ich glaube, dass man halt von Anfang an gesehen hat, dass wir eine Körpersprache auf den Platz legen, dass uns selbst ein Platzverweis nichts antun kann. Wir können heute die Plakate, die heute hier hingen, alle durchgehen. Ich glaube, dass wir alles umgesetzt haben. Und ich glaube, das ist das größte Kompliment, was ich meiner Mannschaft heute machen kann. Wir gehen durch eine Schiedsrichterentscheidung wieder mal in einen Nachteil rein und kriegst dann auch noch das Tor danach und steht 1-1. Aber wie gesagt, die Moral war einfach da, die Reaktion auf das Magdeburg-Spiel war da und man hat gesehen, dass wir heute eine andere Mannschaft aus Lautern auf dem Platz hatten. Trotz Unterzahl und trotz Rückschlag mit dem zwischenzeitlichen Ausgleich. Der 1. FC Kaiserslautern hat den ersten Schritt getan, die Saison vielleicht doch noch zu retten. Aber der nächste muss am Mittwoch im Nachholspiel gegen den FSV Zwickau folgen.